So, hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um Star Trek Fleet Command. Wir schauen mal, was es hier alles so zu machen gibt. Wir sind noch früh am Tag. Ich habe schon einige Tagesziele erreicht, unter anderem das Ziel, zweimal zu forschen, habe ich mit Latinum abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch so machen können. Ja, also dieses können wir auf jeden Fall noch schaffen, dieses Tagesquest. 5 feindliche Schiffe auf Level 18 besiegen. Ich habe jetzt bei den Romulanern und bei der Föderation über 500 Punkte. Jetzt bekomme ich hier zusätzliche Quest, die ich abschließen kann. Die sind aber teilweise richtig schwierig. Also hier Klingonenschiffe zu besiegen, die Level 20 und höher sind, wenn man mit den Klingonen verfeindet ist, das ist nicht von Pappe. Das können wir gleich mal versuchen. Aber als allererstes sehen wir hier gerade, haben wir hier die Forschung, die wir hier noch machen können. Da müssen wir uns jetzt erstmal was aussuchen. Zielerfassung wird hier angeboten. Ich schaue mal gerade, wie lange das so dauert. 8 Stunden, das hört sich doch gut an. Das machen wir mal. Die Treffsicherheit wird um 10% erhöht. Hilfe fordern wir natürlich auch noch an. So, dann geht's weiter. Wir holen uns den 10-Minuten-Container. Oh, da gab es Latinum. Das ist natürlich mega. Das ist das Beste, was man aus dem 10-Minuten-Container bekommen kann. So, dann schauen wir mal, ob es gab ja... Achso, wir können auch Offiziere rekrutieren. Ach nee, es ist ein neuer Offizier dazugekommen. Und zwar Scotty als ungewöhnlicher Offizier. Es gibt nämlich auch gerade, da solltet ihr auch darauf achten, dass ihr eure Offiziere nur befördert, wenn es auch ein Offiziers-Event gibt. Und das gibt es gerade aktuell. Bei 8000 Punkte gibt es die nächste Belohnung, beziehungsweise die erste. Das wäre, die erste ist immer noch relativ harmlos, aber die zweite, die ist schon richtig cool. Die sollte ich auf jeden Fall versuchen zu erreichen. Wobei, die ist jetzt auch nicht so gigantisch. Ah, das geht eigentlich. Ja, ist okay. Aber auf jeden Fall, da ich die Offizierspunkte habe, werde ich das jetzt erstmal versuchen, die 8000 Punkte zu erreichen. Alle Schiffe sind zu Hause, das braucht ihr immer, wenn ihr eure Offiziere befördern wollt. Jetzt gucke ich mal, wie ich am einfachsten auf 8000 Punkte komme. Ich fange mal bei den, das ist mein höchster Offizier und so weiter. Ich gehe jetzt mal runter. So, hier hätte ich, das ist perfekt. Uhura, 8700 Punkte. Dann machen wir das mal. So, okay. Den Scotty, obwohl, ich werde den Scotty auch erstmal befördern hier. Auf Level 5. Das kostet am Anfang noch nicht so viel. So, jetzt habe ich noch 940 Offiziers-EP. Ach so, was ich noch gucken wollte, was er für Spezialfähigkeiten hat, weil mein normaler Scotty, der gewöhnliche Scotty, der hat ja die Warp-Fähigkeit. Jetzt müssen wir mal gucken, was der hier hat. Scotty erhöht die gesamte Hüllentrefferpunkte des Schiffes um 10%. Das ist nicht schlecht. Muss er Brückenoffizier sein und Wunderwirker. Scotty reduziert die benötigte Reparaturzeit des Schiffes um 10%. Auch nicht schlecht. So, da gucken wir mal, ob wir den jetzt auch gleich einsetzen. Also, wir werden erstmal hier wieder das Schiff wechseln. Ich hatte Ressourcen geforscht. So, jetzt, ich werde mal in mein Schiff A reinwechseln. So, jetzt gucken wir mal. Der neue Scotty, wie viel? Also erstmal tauschen wir den hier aus. Und dafür nehmen wir sie. Das ist nämlich hier
Eigentlich mein bester Offizier von den Werten her. Gucken wir uns mal die Werte an. Wir haben hier 148 Verteidigung und 84 Gesundheit. Der Angriff 21 ist zwar relativ schlecht, aber sie ist auf jeden Fall, wenn wir die Werte in Betracht ziehen, eine der besten. So, jetzt gucke ich mir mal die Werte von Scotty an. 61, 61, 25. Das sind 122, 142, 147. Und jetzt interessiert mich mal der neue Scotty, was der für Werte hat. Im Vergleich dazu. So, der hat 100. Okay, dann nehmen wir natürlich den Scotty hier. So, okay. Dann werden wir jetzt mal mit dem Schiff hier einen Gegner suchen. Ach so, ich überlege gerade, ob ich noch ein Schiff losschicke, Ressourcen zu farmen. Wir gucken mal, was wir hier so an Material haben. Rohgas bräuchten wir und Rohkristall bräuchten wir auch. Rohgas und Rohkristall. Oh, wir haben jetzt hier erst nochmal einen Meilenstein erreicht. Ja, natürlich, das war das Offiziersquest. Wir können auch wieder ein Schiff bauen. Aber ich will jetzt erstmal. Ich kann heute Abend wahrscheinlich die Botany Bay bauen. Und zwar, wenn ich in 11 Stunden 45 Minuten kann ich mir aus dem Augment Store 6 Baupläne für die Botany Bay holen. Und ihr könnt das mal hier bei Schiffe sehen. Mir fehlen, glaube ich, nur noch 6 Baupläne für die Botany Bay. Hier. Ach nee, mir fehlen noch 12. Okay. Dann kann ich sie frühestens halt morgen bauen. Und wenn ich die Botany Bay gebaut habe, dann komme ich nämlich auch in diesen gelben Sektor rein, der jetzt noch geschlossen ist. Und eine Aufgabe, um da reinzukommen, ist die Botany Bay zu bauen. So, einmal kurz rausscrollen und dann zeige ich euch das mal. Der gelbe Sektor hier hat hier so ein Schloss und um das zu lösen, muss ich die Botany Bay bauen. Dann komme ich hier rein und dann muss ich weitere Aufgaben lösen. Tja, da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, wie ich das schaffen werde. So, wir machen jetzt erstmal und versuchen Schiffe anzugreifen, die mindestens Level 19 sind. Ah, okay, hier haben wir ein Schiff Level 20, da haben wir ein Schiff Level 19. Das werden wir jetzt erstmal angreifen. Ja, das ist das Beste, wenn ihr ein Heimatsystem habt, wo ihr eure Aufgaben, die ihr habt, relativ gut lösen könnt. Also in dem Fall hier kann ich wunderbar das Schiff angreifen. So, ich werde jetzt hier auch gleichzeitig ein bisschen von dem Rohkristall noch abbauen. Und hier mit dem hier. So, das Gute ist, wenn ihr im Heimatsystem seid, könnt ihr gleich wieder zurück und euer Schiff reparieren. Mir fällt jetzt was ein. Ich will noch Gas abbauen. Und dazu so, ich werde jetzt hier erstmal das Schiff fertigstellen, damit ich wieder angreifen kann. So, mal schauen, ob ich hier noch ein Schiff Level 19 finde. Wenn nicht, muss ich ein Schiff Level 20 angreifen. Das heißt ja immer, ich muss ja 5 Schiffe angreifen, die Level 18 oder höher sind. So, hier scheint kein Schiff Level
19 zu sein. Das ist, wie gesagt, gar kein so großes Problem. Dann greifen wir einfach ein Schiff Level 20 an. Das kriegen wir auch hin. So. Und ich wollte, genau, ich wollte meinen Offizier mit der höchsten Verteidigung, will ich in das Schiff hier bauen, tauschen, damit ich 40% schneller Gas abbauen kann. Ich habe nämlich eine Tagesaufgabe. So, ich mache das jetzt hier erstmal, Hilfe anfordern. Ich zeige euch nochmal die Tagesaufgabe. Und zwar Gas abbauen in der Föderation oder Erz abbauen bei den Romulanern. Und dazu versuche ich jetzt mal, ich gucke mal, ob es, also bei Gas Stufe 3 ist es immer so eine Sache, das ist ganz schwer abzubauen. Ich gucke mal gerade, ich glaube, hier ist das mit dem. Nee, hier ist Tritanium, das ist das falsche System. Mal, dann war das hier, glaube ich, das hier. Hyber. Das System ist immer belegt. Also außer Dilithium habe ich hier ab und zu mal gesehen, dass man das hier forschen kann, beziehungsweise abbauen kann. Das sind hier die blauen. Aber bei den roten ist eigentlich immer alles belegt. Also die einzige Option, die ich hätte, hier Schiffe anzugreifen, die jetzt das belegen. Aber teilweise sind die Schiffe auch zu stark. Also das Einzige, was ich gesehen habe, Dilithium, könnte ich angreifen. Okay, das fällt schon mal flach. Also gucken wir mal, ob wir bei der Föderation Gas abbauen können. So, da gucken wir mal hier rein in das FOSS-System. Ich glaube, das war hier mit Gas. Hier können wir jetzt erstmal das Schiff fertig reparieren. Ja, das ist hier Gas. Ah, Level 14 kann ich leider nicht mehr angreifen. Ich bräuchte hier Level 15. Ah, Level 14, die sind natürlich schlau. Gibt es hier kein Mist? Das hier, nee. Das Schiff könnte ich eventuell besiegen. Scannen. Oh, nee. Weit gefehlt. Das kann ich auch nicht besiegen. Ach so, nee, ich habe gar nicht das Schiff da drunter erwischt, sondern das Schiff da drüber, glaube ich, ne? Ah, ich weiß es nicht. Nee, hier kriegen wir nichts zum Abbau. Ich glaube aber, das ist nicht das einzige System, was Gas anbietet. Welches waren das nochmal? Ich gucke mal hier nochmal rein. Bei Pergem. Ja, da komme ich mit meinem Abbauschiff gar nicht hin. Da müsste ich eventuell Scotty noch reinpacken. Wir gucken mal rein. Ja, hier gibt es auch Gas. Gibt es hier eventuell einen freien? Ah, hier gibt es aber nur ganz wenig Gas. Ach, das ist natürlich Level 31. Keine Chance. Die beiden, die hier abbauen, sind Level 31. Sind nur zwei Gas. Na gut, dann baue ich ganz normales Gas ab. Jetzt gehen wir erstmal wieder in das Schiff rein. Offiziere zuweisen.
Uhura packen wir mal hier hin und wir holen uns T-Pring. Warum hole ich mir jetzt T-Pring hier rein? Weil sie eine Spezialfähigkeit hat, und zwar den Hydroabbau. 60% schneller kann sie Gas abbauen. So, dazu hole ich mir jetzt aber noch, oh, warte mal kurz, abbrechen, bestätigen. Ich kann das noch mehr verbessern. Rückruf. Warte mal, erstmal das Schiff hier orten. Wo ist es da? Nein, ich wollte mal gucken, wie schnell. 1800, okay. Rückruf. 1800 ist der Abbau. Dazu brauche ich, um auf diese 1800 zu kommen, brauche ich gar nicht den dritten Offizier beziehungsweise den zweiten. Also den raus. Und dafür da rein. So, und der kommt hier hin. So, jetzt hat sie nämlich, glaube ich, nee, 60% weiterhin. Aber das ist auf jeden Fall das Beste, was ich erreichen kann. An Abbau. Jetzt müssen wir das nochmal bestätigen und dann werden wir zu einem Gassystem fliegen. Einmal auswählen, Galaxie. Und da, es bietet sich eigentlich immer dann an, wenn ihr ein niedrigeres System habt und selber hoch im Level seid. Also das System hier ist Level 15. Und ich bin Level 18, in so einem System abzubauen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr von Starken angegriffen werdet. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Okay, 34.000, das ist super. Welches System ist das denn? Hoppla. Okay, naja, gut. Ich kann auch in Opla abbauen. Aber 6180. Ich muss noch mal kurz gucken. Da brauche ich halt länger hin und länger auch wieder zurück. Wo ist denn jetzt? Ich muss mal mein Heimatsystem noch mal suchen. Besser ist es, ihr baut in einem System ab, was nicht so weit weg ist. So, da wollte ich jetzt noch mal hin. Okay. Und hier runter. Ah, das ist super. Also ich kann in einem niedrigeren System genauso schnell abbauen, aber habe den Nachteil, es gibt weniger Ressourcen. So, jetzt gucken wir hier noch mal. Offiziere zuweisen. Komal. Wer war denn jetzt noch mal der dritte Abbauexperte? Ach hier, Hevia. Die kommt hier oben hin. Und ja, dann machen wir hier nochmal neue Offiziere dazu. Komal, wir nehmen jetzt einfach mal die Offiziere, die am höchsten sind von der. Das ist jetzt nicht so wichtig bei den Abbauschiffen. So, und mit ihm, mit dem Schiff hole ich mir noch ein bisschen Kristalle. So, okay. Und mit dem Schiff werde ich jetzt noch mal weiter angreifen. Also, ihr solltet zusehen, dass eure Schiffe immer in Benutzung sind. Also, dass ihr, wenn ich habe jetzt hier drei Trockendocke, wo ich drei verschiedene Schiffe bauen kann, dass ihr die auch benutzt. So, ich werde jetzt hier noch mal ein Schiff bauen. Dazu brauche ich keinen Trockendock. Das dauert auch nur 34 Minuten. So, warum man neue Schiffe baut, dass man halt schneller Schiffe, diese Schiffs-EP benutzen kann. So, wir greifen wieder an.
Ich werde gleich auch mal euch zeigen. Oh, hier haben wir noch schön 19er. Dass ich mal bei, die Klingonen angreifen werde. Oh, wir haben wieder hier das 10 Minuten. Das werden wir dann auch mal so zum Abschluss machen. Ich werde, wie gesagt, ein Klingonenschiff angreifen. So, erstmal, aber das mache ich nicht mit meinem Forschungsschiff, weil in dem System, wo die Klingonen sind, da sind Forschungsschiffe. Und Forschungsschiffe lassen sich am besten durch Kampfschiffe angreifen. So, das Schiff wird jetzt nochmal repariert. Und dann wechseln wir das Schiff nochmal zum Kampfschiff. Das ist auch mein stärkstes Schiff, was ich habe. So, Offiziere sind gut dabei. Ja, den kann ich jetzt hier rausnehmen, muss ich aber nicht. So, und jetzt heißt es, bei den Klingonen anzugreifen. Da ist hier das System Frank, das nächste System. Ihr seht hier schon, ja, die Klingonen misstrauen mir, weil ich schon so viele Klingonenschiffe angegriffen habe. So, ich fliege jetzt erstmal hier hin. Wichtig ist, wenn ihr so ein System habt, wo ihr, ich zeige euch das mal hier, bei den Klingonen habe ich jetzt minus 2100, nee, minus 2664. Da, wie gesagt, die misstrauen mir. Die greifen mich auch an. Deswegen muss ich mein Schiff im Auge behalten. Sobald ich unter Warp bin, steht da, dass ich angegriffen werden kann oder auch werde. Na, das kommt gleich. Ich kann das Schiff im Warp auch nicht nochmal extra steuern. Ich muss warten, bis es unter Warp geht. Es müsste, so, da ist es, unter Warp, und da steht. Habt ihr es gerade gesehen, dass ich angegriffen werde? So, ich versuche jetzt tatsächlich sogar mal zwei Schiffe anzugreifen, weil ich nämlich hier gerade noch welche sehe. Wichtig ist natürlich nach dem ersten Angriff. Oh, hier oben sehe ich auch noch ein Schiff. Ganz viele Schiffe Level 20, das kommt sehr selten vor. So, den ersten Kampf. Also ich, mehr als zwei Schiffe kann ich auch gar nicht angreifen. Ihr seht hier, wie viel. Ich habe das gestern mal probiert, drei Schiffe anzugreifen. Das ist schön in die Hose gegangen. Ihr müsst auch in Bewegung bleiben. Wenn ihr stehen bleibt, seid ihr eine leichte Beute. Ich denke mal, gleich wird ein Abfangjäger kommen und mich angreifen. Vielleicht schaffe ich es diesmal sogar, drei Schiffe anzugreifen. Mal schauen, wie viele Trefferpunkte ich verliere bei dem Angriff. So, jetzt hat mich schon ein klingonisches Schiff im Visier. Wir schauen mal, wo. Da. Dieses Schiff will mich jetzt hier angreifen. Ich versuche erstmal wegzufliegen. Also ihr könnt das machen, aber ihr seht das. Das passt den Kurs an, das Schiff. Ich werde hier das dritte Schiff nochmal angreifen, weil meine einmal hin ist natürlich besser und dann wieder zurück. Aber ihr seht hier, das Schiff kommt immer näher. Ich muss zusehen, dass ich da wegkomme. Wenn ich jetzt hier warten würde, hätte ich keine Chance zu flüchten. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Leute, ich muss weg. Im Kampf. Nein, komm weg hier. Ich werde angegriffen. So, jetzt bin ich weggeflogen. Ich fliege doch um einige schneller. Und jetzt schaffe ich es dann auch, den Rückruf zu aktivieren. Hier war das Kampfschiff. Das macht mich immer platt. Also, ja, das habe ich auch schon mal erlebt. Aber jetzt habe ich dreimal ein Klingonenschiff angegriffen. Und ja, ich zeige euch mal, was da so passiert, wenn ich ein Klingonenschiff angreife. Oh, Latinum bekommen bei Beute. Und zwar bei der Fraktion. Wenn ich die Klingonen angreife, komme ich hier bei der Föderation 10 Punkte hoch. Und bei den Romulanern auch 10 Punkte hoch. Dafür natürlich bei den Klingonen
geht es hier weiter runter. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch jeweils 10 runter geht. Was ich natürlich geschafft habe hier bei den Tageszielen, habe ich jetzt erstmal die 5 feindlichen Schiffe besiegt. Dafür kriege ich Belohnung, das hier. Das ist ziemlich cool. Das ist eine relativ leichte Aufgabe. Und dann habe ich hier unten, wie ihr seht, jetzt gerade nicht, habe ich es geschafft, Krieger der Föderation 3 von 15 und die romulanischen Krieger 3 von 15. Da gucken wir uns auch mal schnell noch die Belohnung an. Also, wenn ich das hier mache, dann steige ich 100 in der Föderation, sinke aber gleichzeitig 50 bei den Romulanern und 50 bei den Klingonen. Und genau das gleiche ist es wahrscheinlich hier. Ja, ich steige 100 bei den Romulanern und sinke bei den Klingonen und bei der Föderation um 50. Tja, okay. Also, das ist auch mein Tipp an euch, dass ihr. Also ihr seht das hier schon, wenn ihr so einen Kampf macht, dreimal die Föderation anzugreifen, dann dauert eure Schiffsreparatur natürlich auch extrem lange. 36 Minuten. So, das soll es dann erstmal gewesen sein von meiner Seite aus in diesem Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und heute wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen von mir mit Clash of Clans. Ich sage Tschüss. Denkt dran, falls euch das Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr nur Bock auf Clash of Clans habt, dann schaut mein anderes Video, was ich gleich erstellen werde. Also bis dann. Ciao, Leute.